Sportlich war die Saison 2009-2010 für den SCC Berlin bereits vorbei. Traditionell verabschiedete sich Berlins Volleyballteam Nummer 1 aber nochmal mit einer Saisonabschlussfeier. Ein Zusammentreffen von Spielern, Anhängern und Förderern am Ende dieses Spieljahres. Der SCC lud in den VIP-Bereich der Max-Schmeling-Halle. Spieler, Trainer und Management bedanken sich für die Unterstützung der letzten 8 Monate. Unterstützung, die sich auszahlte, zum Beispiel beim Zuschauerschnitt. Mit dem SCC als Rekordmeister der Zuschauer. Wir haben in der Schmelinghalle einen Zuschauerdurchschnitt von über 4.100 Zuschauern erzielt. Wir haben im Gesamtdurchschnitt mit über 2.500 Zuschauern liegen wir vorne, vor Friedrichshafen mit 2.100. Der dritte Haching hat 828. Insofern, das ist schon ein Riesenfortschritt, was wir erzielt haben, wie wir den Volleyball auch in Berlin platziert haben in der vergangenen Saison. Und rein sportlich, das ist okay. Wir haben zweimal die Bronzemedaille geholt, insbesondere zu erwähnen im Europacup, Europapokal. Und wir haben vor der Saison gesagt, aufgrund der vielen neuen Spieler, des neuen Trainerstabs und so weiter, Halbfinale, Playoff ist unser Ziel, das haben wir erreicht. Und wie gesagt, Europapokal sind wir wesentlich weiter. Insofern können wir ein positives Resümee ziehen. Ein positives Fazit, nachdem der SCC vor allem in der Saisonhinrunde auch schwierigere Phasen zu überstehen hatte. Etwas Konstanz fehlte und man schied im Pokalviertelfinale aus. Mit den dritten Plätzen national und international wurden die gesteckten Ziele aber erreicht. Der SCC präsentierte Berlin einmal mehr auf höchstem Niveau. Der SCC Berlin hat mit seinen sportlichen Leistungen in den vergangenen Jahren und auch in dieser Saison gezeigt, dass die Stadt eben auch eine Volleyballstadt ist, und habe immer wieder anerkennen wollen und auch das zum Ausdruck gebracht, dass SCC Berlin mit seiner Volleyballabteilung eine ganz hervorragende Mannschaft ist und ein ganz hervorragender Verein ist, die sich für die Stadt auch engagieren. Und was mir ganz besonders gefällt, ist natürlich, dass SCC Berlin in die Max-Schmeling-Halle gegangen ist. Das, denke ich, hat auch Auftrieb für den Volleyball in Berlin gegeben. Nicht zu vergessen natürlich die schönen Erfolge auch in der Sömmering-Halle. Aber mit über 7.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle hält der SCC Berlin ja schon mittlerweile einen Rekord. Und ich kann ihm für die Zukunft nur alles Gute wünschen. Und so wurde nach einem Saisonfazit bereits auch ein Ausblick auf die kommende Saison gegeben. Fest steht bereits, dass SCC-Coach André Urnaut die Berliner verlassen muss. Eine Saison lang leitete der slowenische Trainer das SCC-Team. Manager KW Niromant verkündete nun seine Entlassung. Wir haben ein Jahr mit André Urnaut zusammengearbeitet. Sein fachliches Können und Know-how steht außer jedem Zweifel. Er hat auch zum Schluss mit guten Erfolgen auch seine Fähigkeiten als Trainer unter Beweis gestellt. Aber das ist eins. Es muss aber auch zusammenpassen. Wir haben beim SCC natürlich auch einen gewissen, sagen wir mal, Stil inzwischen uns angeeignet über die laufenden Jahre. Diese Mischung aus hochprofessionellem Arbeiten, familiäre Atmosphäre, Vertrauensbildung und so weiter und so fort. Das ist eins, und das muss passen mit demjenigen, der natürlich die wichtigste sportliche Personalie besitzt. Zusammenpassen soll aber auch das Team in der kommenden Saison. Kontinuität wurde angekündigt, mit wichtigen Stammspielern wurde deshalb bereits verlängert. Zudem stehen zwei Neuverpflichtungen fest. Der lettische Viktor Korcunevic, der mit dem spanischen Club Almeria Champions League spielte, und Sebastian Krause von KW, einst in der SCC-Jugend ausgebildet. Ja, wir haben im Prinzip die Verträge mit denjenigen verlängert, die in den letzten Wochen auch mehr oder weniger den Stamm der Mannschaft gebildet haben. Das haben wir auch so bewusst gemacht. Das sind meistens auch sehr junge Leute. Das ist Janis Medins, das ist unser Kubaner, der Salvador Hidalgo, das ist Martin Christoph, das ist Sebastian Fuchs. Insofern, und natürlich, der ist nicht mehr der ganz der Jüngste, unser Kapitän, Jaroslav Skach, dessen Vertrag haben wir auch verlängert. So die Stammformation, bis auf Malte Holschen, der sich dafür entschieden hat, sein Medizinstudium nachzugehen, wovor ich einen großen Respekt habe und auch den absolut richtigen Schritt sehe, haben wir die Verträge verlängert, und Ricardo Galandi hatte sowieso noch einen Vertrag,
Das ist der Nächste, der in Stamm gespielt hat die letzten Wochen. Und insofern haben wir zum einen diesen Spielern während der Saison eine Perspektive gegeben. Und zum anderen hoffe ich, dass wir mit mehr Konstanz in der kommenden Saison starten können. Ja, also es hat nichts damit zu tun, dass es mir beim SCC oder in Berlin insgesamt nicht gefallen hätte, sondern es liegt aber daran, dass ich eine ganz rationale Entscheidung getroffen habe. Ich bin seit Ende 2008 mit dem Studium fertig und das heißt, seitdem habe ich auch keinen aktiven Kontakt mehr mit der Medizin und deswegen muss ich irgendwann den Schritt machen, dass ich in den Job reinkomme und dass ich einfach anfange zu arbeiten, um da meine Erfahrungen weiter auszubauen. Ja, letztendlich habe ich lange hin und her überlegt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Saison. Ich war auch durchaus im Überlegen, ob ich noch eine Saison dranhänge, aber dann habe ich gedacht, so, besser ist es doch, jetzt mit dem Job schon anzufangen. Man muss ja auch an die Zukunft denken. Und auch der SCC denkt nun schon wieder an die Zukunft, die Planungen für die nächste Saison laufen. Die Ziele für die kommenden Jahre sind groß, denn mit Erfolgen könnte Berlins Volleyballteam Nummer 1 die Berliner Volleyball-Euphorie aus dieser Saison weiter stärken. Nach der Versteigerung signierter Trikots zugunsten der SCC-Nachwuchsabteilung am Ende der Abschlussfeier bleibt die Saison 2009-2010 in guter Erinnerung.